Bild erinnert an eine Großrazzia der Polizei in der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Ellwangen. Dort sollte Anfang Mai ein Asylbewerber zur Abschiebung abgeholt werden. Weil die Beamten allerdings bedroht wurden, mussten sie zunächst wieder abrücken. Und kurz darauf gab es dann eben diese Großrazzia. Innenministerium und Polizei wollten damit auch zeigen, wer Herr im Hause ist. Doch nun, so Bernd Schlecker, hat diese Polizeiaktion auch noch ein juristisches Nachspiel. Diese Bilder gingen durch das Land. Einige hundert Einsatzkräfte der Polizei hatten Anfang Mai die Lea Ellwangen durchsucht, dabei Türen eingetreten, mehrere Flüchtlinge festgenommen. Auch das Zimmer von Alassa Mohuapon soll durchsucht worden sein. Der Flüchtling aus Kamerun, der Tage später eine Demo gegen die Razzia organisiert hatte, ist inzwischen nach Italien abgeschoben worden. Von dort hat der 29-Jährige gegen die Polizeirazzia Klage eingereicht. Über Skype erklärte uns, weshalb. Die brutale Attacke der Polizei kann ich mit einem Wort beschreiben: Rassismus. Die Polizei kann nicht gegen Zivilisten mit schweren Waffen und Hunden vorgehen. Wir hatten nicht einmal das kleinste Messer zu der Zeit und auch unsere Türen sind nie geschlossen. In der Klage geht es vor allem um die Frage, mit welchem Recht die Polizei die Zimmer der Ellwanger Lea durchsucht hatte, meint sein Anwalt Roland Meister, den wir auf der Durchreise am Stuttgarter Hauptbahnhof getroffen haben. Es ist hier eingegriffen worden, massiv in das Persönlichkeitsrecht, insbesondere auch in das Recht auf die Unverletzlichkeit der Wohnung, aber auch das Recht auf Privatleben der Flüchtlinge. Und das geht in Deutschland nur mit richterlichen Beschlüssen, die natürlich auch rechtmäßig sein müssen. So steht im Polizeigesetz, außer bei Gefahr im Verzug darf eine Durchsuchung nur durch das Amtsgericht angeordnet werden. Die Polizei Aalen hatte keine solche richterliche Anordnung. Das sei auch nicht nötig gewesen, meint sie, unter anderem, weil die Betreiber der Lea die Razzia genehmigt hatten. Wir hatten natürlich Rücksprache mit dem Regierungspräsidium Stuttgart, hatten auch vom Regierungspräsidium die Zusage, dass wir die Räumlichkeiten betreten dürfen in der Lea Ellwangen als Betreiberin der Lea und haben da dann auch die Möglichkeit gehabt, die Personenfeststellungen durchzuführen und auch gegebenenfalls Durchsuchungen durchzuführen. Und wir haben den Einsatz unter Beachtung gesetzlicher Bestimmungen durchgeführt. Eine ähnliche Antwort hatte auch der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg auf seine Fragen zum Polizeieinsatz bekommen. Er bezweifelt ebenfalls, dass die Ellwanger Razzia rechtlich korrekt ablief. Es war meiner Sicht auch eine politisch motivierte Aktion für die Öffentlichkeit, für die Galerie, für bestimmte Zielgruppen, die da auch entsprechend gefeiert wurde. Jetzt versucht man sich irgendeine Rechtsgrundlage zu konstruieren. Aber bis jetzt ist ihnen das meiner Meinung nach nicht so richtig gelungen und ich bin gespannt, wie die Gerichte das sehen werden. Während das Stuttgarter Verwaltungsgericht auf eine Klageerwiderung der Polizei wartet, sammeln Unterstützerinnen Unterschriften für eine Rückkehr von Alassa Mohuapon nach Deutschland.